1D10 landen King's Cross nach Leeds. Es ist 11.39 Uhr und 30 Sekunden. Fahren Sie diesen LNER-Zug oder Liner-Zug von Petersburg nach Doncaster. Class 801 LNER 475,3 Tonnen schwer. 9 Wagen, Zugverband 255,1 Yards. Und ich würde sagen, wir beginnen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chain SimWorld 4, Folge 8 der Danny Spielers. Fahrplatz-Szenario heute mal und wir werden als allererstes natürlich mal den Hauptschlüssel eindrehen und den natürlich auf Vorwärts und damit können wir auch die Türen öffnen. Wir werden natürlich die Spitzensignale einstellen. Dann werden wir den bestätigen. Nehmen wir, dürfte gehoben sein. Ja, gut. Das ist auch soweit. Da müssen wir natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. So. Bremse brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir schließen die Türen auf jeden Fall. Und dann kommen wir eigentlich auch los. Fahren, würde ich sagen. Ja, hier. Losfahren. Auf geht's. Erste Station. Wir sollen noch ein bisschen warten bis 11.41 Uhr. Jetzt haben wir die Türen geschlossen. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so wild. Auf jeden Fall elektrisch, ja. Mikrofon. Mal sinken braucht man natürlich nicht. Was haben wir hier noch für Schalter? Ventilator. Überstand Zentralbeleuchtung. So, Doncaster. Dann können wir los. So, 100 mph fürs Erste. Ah, da steht sogar Next Station. Stop. 9 Cars, Linie voller. To home. Okay. Na dann. 12.12 Uhr sollen wir da sein. In Doncaster, nonstop. Sogar schon 115. So, mehr als 4 Stufen hat der Fahrschalter nicht.
125 gleich. Höchstgeschwindigkeit. So, bin gespannt, ob wir noch schneller fahren dürfen. PBD auf einem Level mit der Mail erreicht 202 km/h in der Azuma. Das haben wir geschafft. Sehr, sehr schön. Wieder eine Errungenschaft mehr. Auch fast alle durch. Bitte zeigt sich nur noch die kleinen Scottman, die wir an neuen Zügen haben. Azuma. Wunderschöner Zug. Wunderschön. Oh, da kommen gelbe Vorsignale. Jetzt sind sie grün. Sehr gut. Sonst hätte ich hier nämlich jetzt steil in die Bremse gehen müssen. So, da wir Gefälle haben, lasse ich mich mal so ein bisschen rollen. Meilen sind es noch. So, und am 7.10. geht es für mich wieder auf Tour. Ort wird noch bekannt gegeben. Ihr kennt das in der Regel eine Woche vor Abfahrt.
Bahnsteig 8 sollen wir anhalten? Und dann können wir genau sehen, wie schnell wir fahren. 121 mph zur Zeit. Destination Leeds. Neun Bahnen haben wir im Verband. Und hier kann man also die Bugklappen öffnen, damit wir an andere Einheiten ankuppeln können. Sehr, sehr nice. Oh, wir sind zu schnell. Viel zu schnell. Gegenzug. Mit 15 fahren wir zurzeit, 116. So, mit 21 denke ich reicht. So, dann können wir ja weiter so ein bisschen auf Spurensuche gehen, ja? Was ist das? Kann man leider nicht drücken. Train Doors, klar. Hier ist die Pedal Down, Pedal Up. So, dann haben wir noch 29 Meilen bis Doncaster. Circa 20 Minuten haben wir noch Zeit, dort anzukommen. Beziehungsweise pünktlich anzukommen, sagen wir mal so. Sollten wir schaffen, wenn es nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt. Also stand ein Flying Scotsman. Scotsman, wie immer man ihn nennt. Scotsman. Die haben wir auch noch vor uns zu fahren. Das ist dann die letzte neue Lok. Oder neuer Zug, die es in TSB 4 zu spielen gibt. Also wir haben jetzt die Vectron mehrmals schon gespielt. Wir haben die S-Bahn auf der Strecke Vorarlberg in Österreich gespielt. Wir haben den Metrolink gespielt. Wir sind jetzt hier mit dem LNER Azuma. Und jetzt fehlt uns noch der Flying Scotsman, den wir noch zu spielen haben oder zu fahren haben. So, wir haben wieder gelb.
gelb, aber noch kein Rot zu sehen. Grün. So, dann können wir mal gucken, ob das nächste Hauptsignal auch grün ist. Ist bereits grün geworden, sehr schön. Dann hat sich das auch erledigt. Die schöne Gegend hier. So, wie ist eigentlich die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges hier? Steht das irgendwo angeschlagen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Diese Licht. Nee. 821-234 ist auf jeden Fall unsere Zugnummer oder Fahrzeugnummer. Vehikel ist ja Fahrzeug. Aber trotzdem würde mich interessieren, was für eine Höchstgeschwindigkeit dieser Zug hat. Hilferegelung. Wird das irgendwo angeschlagen? Die ist gerade im Moment nicht. Leider nicht. Meilen noch. Wunderschöner Azuma Express. Oh, schon wieder zu schnell. Wieder gelbes Vorsignal, jetzt grün. So. 20 immerhin wieder der Gegenzug. Gleich wieder unsere gewohnten 125 Meilen pro Stunde fahren.
Ich glaube, wir sind einen ganz kleinen Tacken zu schnell, weil wir immer auf diese kurzzeitigen gelben Vorsignale treffen, die sich dann in letzter Sekunde in grün verwandeln. Also wir sind gerade so in dem Zeitfenster, dass es immer passt mit den Signalen. Ich bin echt gespannt, ob wir pünktlich ankommen. Noch 15 Meilen für 12 Minuten und gleich noch 10 Sekunden. So, und für diese Diamantenauszeichnung, nenne ich das jetzt einfach mal, brauchen wir, glaube ich, 12.000 irgendwas an Punkte, wenn ich das richtig gelesen habe. Könnten wir dran kommen? Wir kriegen fürs unter der Höchstgeschwindigkeit fahrend immer 65 Punkte plus. Ihr seht, könnte hinhauen. Wir haben jetzt noch circa 10 Meilen, wenn ich das richtig sehe, oder 13. Ich kann es gerade gar nicht erkennen. Wieder drauf zu drücken hier. Ein bisschen aufschalten. Ja, war 13 Meilen, jetzt ist doch 12 Meilen. So, 10 Minuten noch und 30 Sekunden. Für circa gleich 10 Meilen sollten wir schaffen. Es gibt übrigens hier mit diesem Zug auch wunderschöne Szenarien. Der einzige Nachteil daran ist, die dauern wirklich. Da ist ein Szenario dabei, das dauert locker 2 Stunden oder glatte 2 Stunden. Ja, weiß ich nicht. Das müsste man dann schon in 3 Teilen spielen, weil für ein YouTube-Video ist das einfach oder für ein Let's Play ist das einfach zu lange, finde ich. Also unter einer Stunde gibt es eins dabei, das dauert schon 35 Minuten. Sind da viele dabei, die dauern so fast an die Stunde ran. Dann dauert eins 1,5 Stunden und halt eins 2 Stunden. Und wir sollten erstmal langsamer werden. Und da weiß ich nicht, ob man das wirklich haben muss. So 2-Stunden-Szenario. Ist schon ziemlich lange, ne? Und daraus ein Let's Play machen, es geht dann so rum. Es sind schöne Szenarien, ich habe mir die mal angesehen und durchgelesen, aber wie gesagt, die dauern wirklich sehr, sehr lange. Es sind interessante Szenarien, es sind wirklich schöne Szenarien. Aber wie gesagt,
haben es natürlich zeitlich in sich. Das muss man ganz klar so sehen. Da muss man auch irgendwie die Zeit für haben, weil mit so einem Let's Play, mit allem drum und dran, da ist man schnell 2,5 Stunden lang beschäftigt. Muss man natürlich auch die Zeit für haben. Und es den Zuschauern dann auch zumuten, ob die das dann wirklich sehen wollen. Ein Szenario, was da so locker wie flocker 2 Stunden, 2,5 Stunden geht, ja, ist dann die Frage, ne? Ob ihr sowas sehen wollt. Bei uns kann man vielleicht ein bisschen schneller fahren. Muss man abwägen, ob das Szenario sich wirklich lohnt, sich dann mit dann 2,5 Stunden zu beschäftigen. Ist dann immer so die Frage. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar kann man so ein Szenario machen, auch für Let's Play, nur dann muss das halt, jedenfalls meine Meinung, aufgeteilt werden in 2 oder 3 Teile. Dann kann man sowas machen. Ist dann natürlich immer die Sache, bleibt der Zuschauer dann dabei? Ist denn das nicht zu so aufwendig, sich 1, 2, 3 Teile anzusehen? Nur um das Szenario komplett zu sehen. Ach, weiß ich nicht. Also für uns Let's Player ist es immer nur so eine schwierige Sache, so lange Szenarien in dem Video zu verpacken. Das ist wirklich nicht einfach. Ich meine, so ein Szenario, was jetzt, sagen wir mal, eine halbe Stunde geht, 45 Minuten geht, 50 Minuten geht, das kann man alles noch in einem Video verpacken. Das ist alles noch machbar. Aber so ab einer Stunde wird es echt schwer. Also das den Zuschauer auch klar zu machen und den dann auch bei Laune zu halten, ist echt schwer dann, bis er sich das ganze Video ansieht. So, was haben wir denn jetzt überhaupt noch an Meilen? 4 Meilen noch. Dann sind wir an unserem Zielort. Und irgendwas zickig. So, geschwindigkeitsmäßig haben wir noch nicht zu befürchten, dass wir irgendwie eine Beschränkung haben. Müssen wir gleich mal selber gucken, wenn keiner mehr kommt, dass wir dann selber mal rechtzeitig bremsen. Das sind nämlich nur noch 3 Meilen. Zeitmäßig sind wir sowieso gut dabei, wir haben so gute 6 Minuten Zeit, bis wir da sein sollen. Das sollte eigentlich hinhauen. Ach ja, wir sind bestimmt ein Stück zu schnell gewesen. Jetzt sind auch die zwischenzeitlichen gelben Vorsignale. So, jetzt gehen wir schon mal ein bisschen in die Bremse hier. 120. Schon mal ein bisschen langsamer. 12.000 AP haben wir auch erreicht. Dann sollten wir ja dieses Diamanten-Medaille bekommen. Weil für Szenarienabschluss gibt es ja auch nochmal Punkte. Also sollten wir das langsam locker erreichen. So, gleich eh 100, da können wir da auch schon mal bleiben. Ja, zu langsam wollen wir auch noch nicht werden. Wir haben immerhin noch 1,3 Meilen. Ein bisschen minimale Leistung aufschalten. Und noch einen gewissen Antrieb haben. Wir haben aber gleich rot, das heißt, wir werden noch langsamer. Nicht, dass wir da gleich über das rote Signal sausen. Das wäre nicht so toll. Bremsen Sie durch Drücken des. Ja, es ist doch egal. Das stehen wir eh. Warten Sie, bis der Zug zum Stillstand gekommen ist. Und der 60 Sekunden, bla bla blip. Wo kann ich das denn jetzt sehen?
Wird jetzt machen. Lösen Sie sie dann die Bremsen durch Drücken des Übergeschwindigkeits auf dem. Ist der? Ja, wenn ich jetzt wüsste, welcher Knopf das ist, dann wäre ich echt gut beraten. Jetzt haben wir es. Dann können wir auch losfahren. Nee, die DRA, bevor sie Leistung ausschalten. Ja, wo ist denn die DRA? Wäre mal schön, wenn ich das jetzt mal rausfinden würde. Muss ja hier irgendwo sein. Ja, ist ja gut. Leute, jetzt bin ich hier am Ende. Wo sind diese dämliche DRA, mein Gott? Ja. Mein Gott, wo ist denn diese scheiß DRA? Mach doch jetzt alles kaputt hier. Jetzt, meine Güte. Natürlich jede Menge Zeit verloren hier. Ja. Aber nichtsdestotrotz. Machen wir hier weiter. Aber gleich rot. Ich bin zu schnell. So. Ja, aufgrund dieser kleinen Zwangsbremsung gerade haben wir es jetzt natürlich nicht pünktlich geschafft, vor allem weil ich gar nicht wusste, wo diese DRA ist. Naja. Trotzdem haben wir es jetzt hier an dem Bahnhof geschafft. Ein klein wenig Verspätung. So, und das Signal ist natürlich wieder unmittelbar dahinter. So, Türen entriegeln. Ja, wenn man das natürlich vorher wüsste mit dieser DRA, dann wäre ich auch pünktlich hier gewesen. Aber nichtsdestotrotz haben wir unsere erste Fahrt mit dem Azuma Express
erfolgreich, einigermaßen erfolgreich beendet, würde ich sagen. Ja. Als nächstes folgt dann noch eine Fahrt mit dem Flying Scotsman. Die fehlt uns noch. Aber auch die werden wir noch erledigen. So. Das war's dann. 195 Punkte Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir abgezogen bekommen. Haben trotzdem Diamant erreicht, weil wir über 13.000 Punkte haben. Das ist sehr gut. Das freut mich. Den Class 801 LNER haben wir mittlerweile auf Level 7 aufgelevelt. Die East Coast Mainline Peterborough Doncaster haben wir auf Level 5 aufgelevelt und ich selber bin auf Level 64. Ja, ich hoffe, diese kleine Fahrplanfahrt auf der East Coast Mainline hat euch gefallen mit dem Azuma Express. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr immer gar nichts. Habt einen schönen Sonntagabend noch, habt eine schöne Woche. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Wäre schön, wenn ihr ein paar Kommentare, einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, ich hoffe, es euch gefällt mein Content. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass mein Content vielleicht nicht mehr so ganz bei euch ankommt. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was euch gefällt, was euch eben nicht gefällt, weil nur so kann ich es besser machen. Ohne Feedback weiß ich nicht, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback da lasst. Und ja, ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Video, euer der Dennis Peters. Wie gesagt, habt noch eine schöne Zeit, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Sag ich nochmal. Macht's gut. Bye. Bye.